und wie Patty mich dann angeguckt hat, als sie da auf dem Balkon gesessen hat. Das ist so eine tolle Frau. Die ist so anders. Aber ihr habt euch jetzt wieder vertragen, oder? Ja, ja, wir sind richtig Freundinnen geworden. Okay, ja, dann bin ich ja beruhigt. Nein, ist doch super, dann, wenn ihr euch die Wohnung jetzt teilt. Ja, aber nicht mehr lange. Ich habe jetzt eine neue Wohnung gefunden bei einer anderen Freundin. Ja, Studium läuft super, läuft alles gut, ja. Wie ist denn das Snowdance Festival? Ja, das Festival ist super. Schön. Also nächstes Jahr müssen wir auf jeden Fall zusammen dahin fahren. Ja gut, du, ich muss jetzt auch weiter. Wir können ein anderes Mal weiter quatschen. Kein Problem, na klar. Nein, ist gut. Wir sehen uns dann in Berlin. Bis dann. Okay. Tschüss. Entschuldigen Sie, Frau König? Ja. Svenja Radke von der Frischer Augen Filmproduktion. Entschuldigung für den Überfall, aber meine Produktionsfirma, die ich gerade vertrete, plant ein neues Format und da ich Sie hier gerade auf dem Festival sehe, wollte ich Sie dafür anfragen. Wissen Sie, es wird ein ganz tolles Format, weil es da um Helfer geht. Also wie bei den Zoogeschichten wollen wir da von Helfern in Not hin und her sippen. Also vom Krankenpfleger in Berlin bis hin zum Hausarzt auf Rügen bis hin zu Ärzte ohne Grenzen. Ja, das ist doch mal eine schöne Idee. Ja, und Sie würden eine prima Ärztin abgeben. Also eine Arztserie? Nein. Also doch, ja, naja, das wird ein dokumentarisches Format. Aber ich bin doch gar keine Ärztin. Ja, wir wollen die Arbeit von Ärzten zeigen, aber weil das ja nicht immer ganz dann so spannend ist... Dann wird's diskretiert, alles klar, ich weiß. Was genau soll ich da jetzt als Schauspielerin machen? Eine Ärztin spielen. Frische Augen, ne? Ist das nicht die Firma, die aus der Insolvenz von Gorweilers Firma hervorgegangen ist? Ja, so ähnlich. Also es gab da eine Umstrukturierung. Und Gorweiler ist immer noch verschwunden. Der berühmte Produzent ist leider immer noch nicht aufgetaucht. Tja, schade. Eigentlich ist die Idee mit den Helfern gar nicht mal so schlecht, wenn sie echt wäre. Wir wollen alle andere Sachen machen. Wissen Sie, wir würden auch am liebsten so tolle Serien wie Homeland oder Weißensee produzieren, aber in Deutschland gibt es eben halt zum größten Teil nur Fake-Dokus und Castingshows. Ja, haben Sie wahrscheinlich recht. Haben Sie eine Karte? Klar. Hier. Wie war denn das mit dieser Umstrukturierung? Schuldet die Gorweiler Firma nicht überall Geld? Das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wissen Sie, dass ich auch mal Straßencastings gemacht habe? Und da haben Sie auch schon mal für Gorweiler gearbeitet? Genau. Und er schuldet Ihnen noch Geld? Genau. Dann stecken Sie mal die Karte ein. Wissen Sie, bei der neuen Firma können Sie keine Ansprüche geltend machen, aber da erreichen Sie Shorty. Ich habe auch keine Lust, mal die ganzen Gläubiger abzufangen. Entschuldigung für die Störung. Schönen Tag noch und... Kein Problem. Alles Gute Ihnen, ja? Sie ist so eine tolle Frau. Hey. Entschuldigung, ich dachte, du telefonierst noch. Hast du mir jetzt gar nicht zugehört? Doch, doch. Ganz tolle Frau. Wer jetzt? Beide. Diese Patty und Anna, Annalena. Ja, tolle Frauen. Und weißt du auch warum? Weil sie machen, was sie wollen. Ja, und weil sie frei sind in ihren Entscheidungen. Besonders Patty, sie ist so... Anstrengend. Weiß gar nicht, was die vom Leben will. Studieren oder Filme machen. Ach, das tut einem immer so leid, wenn die Leute sich nicht entscheiden können. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Hm? Ah, ist das für die Jess Franco-Lesung? Wir könnten noch das Nonnenkostüm aus dem WM-Song nehmen, oder? Das ist für den Film in England. Schaffst du das noch? Habe ich schon mal irgendwas nicht geschafft? Wo bist du in 2 Wochen? Südfrankreich. Das kriegen wir hin. Wieso hast du gelogen? Was meinst du? Das Studium läuft so gut, ja? Ja, läuft es doch auch. Also, ich muss mich halt nur entscheiden, was ich will und wie ich es will, aber dann läuft's gut. Kennst deine Schwester irgendwas? Ja, die weiß alles. Glück schon wieder. Manchmal bist du mir echt zu direkt. Die hat wirklich alle Frank Zander gemalt? Die Bilder, ja. So ein vielfältiger Künstler. Im Gegensatz zu mir. Also ich bin ja ein unentschlossener, lügender... Gemeiner und unbeliebter Mensch. Wie bitte? Von wem sprichst du jetzt? Na, von meinem Bruder. Er ist Dresden, jetzt Berlin, dann Hamburg. Und das ganze Chaos nur wegen ihm. Da habe ich wohl einiges verpasst. Und was ist mit ihm? Ja, der ist weg, wird seit Wochen vermisst, hat in Hamburg gewohnt. Und du machst dir Sorgen? Ja, klar mache ich mir Sorgen.
Wir haben heute lange nicht gesprochen und ich finde das immer irgendwie so schade. Alle hassen ihn. Die Familie, die Frauen, die Firma. Ich will ihn suchen. Finde ich schön. Und wenn du ihn gefunden hast, was dann? Tja, ich muss ihn erstmal finden. Dann ist hoffentlich alles gut. Und dann, ich weiß noch nicht. Aber nochmal 2 Jahre hier warten? Auf einen Kostümjob in dieser Stadt? Nee. Da gehe ich lieber raus in die Welt. Kellnern kann ich überall. 2 Jahre? So lange? Ja. Also ich bin ja noch jung. Und in 2 Jahren werde ich auf jeden Fall gefunden haben, was ich machen will. Wer weiß, vielleicht ruft dir noch mal der Film bei mir an. Ja, oder vielleicht gehst du zurück nach Hamburg, weil sie hier sowieso alle auf den Füßen stehen. Nee, ich gehe nicht zurück. Bei dir stehen auch alle auf den Füßen? In der Übersetzerbranche? Ja. Ich dachte, wir sicher. Na, was ist denn heute noch sicher? Hm? Mhm. Ich meine, vielleicht, weiß ich nicht, Kranken- und Altenpfleger oder so. Ja. 2 Jahre. Ja. Ja, da muss wohl ein Irrtum in der Buchhaltung passiert sein. Ich kümmere mich drum, ja. Der Kleine bis wann? Gestern? Okay, hören Sie. Ich stapfe da jetzt direkt hin und mache die Buchhalterin zur Sau, ja? Schicke sie in die verdammte Hartz-IV-Hölle, wo sie hingehört, dieses unzuverlässige Miststück. Ja. Ja, ja. Und dann veranlasse ich die Überweisung. Heute noch. Ja. Okay. Okay, ja. Schönen Tag noch. Ja, 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 ja. Oh, ich brauche einen Kaffee. Und Sie manieren. Schon mal was von Anklopfen gehört? Das ist eine Kaffeeküche. Whatever. Ja, was gibt's? Keine guten Neuigkeiten vom Pitch. Die haben nichts genommen. Gar nichts? Sagen Sie mal ja. Ja, ich rede mit denen. Und dann senden wir denen einen Knaller, der sich gewaschen hat. Die Jungs sagen, das waren ihre besten Vorschläge. Vergessen Sie die Jungs, die sind raus. Hier, schnappen Sie sich mal einen Stift und einen Zettel. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Was ist das Abartigste an Fernsehshow, das Sie gesehen haben? Keine Ahnung. Was schauen Sie denn so? Weiß nicht. Schauen Sie Fernsehen? Ja, natürlich nicht. Ja, warum nicht? Ja, es ist doof und langweilig. Okay. Was schauen Sie? Wenn dann Internet. Okay, wir kommen der Sache schon näher. Ja, was man mir halt so schickt. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel so lustige Clips und sowas mit Tieren und so abgefahrenes Zeug halt. Tiere. Wir brauchen was mit Sex, Gewalt, Spaß, Wahnsinn. Sowas wie hier, Dschungelcamp. Nur noch viel obszöner, viel radikaler, noch viel mehr von allem. Ja, ist doch auch alles Kappes. Ich meine, nur die Japaner haben solche Shows, sowas wie mit Orgasmen auf der Bühne und Kämpfe mit übergroßen Wattestäbchen und so ein Scheiß. Und das seit Ewigkeiten. Ich meine, das ist sexistisch, dämlich, abartig. Japan-Shows. Das klingt vielversprechend. Okay, vergessen Sie die da unten. Ja? Sie machen mir jetzt erstmal einen Kaffee, ja? Und dann setzen Sie sich auf Ihren niedlichen kleinen Popo, ja? Und schreiben die erniedrigsten und peinlichsten Ideen auf, ja? Also Gorweiler war ja anstrengend, aber Sie? Hallo? Hallo, was ist jetzt mit meinem Kaffee? Ich glaube nicht.